Moin Leute, mein Name ist Johnny aka Asolidate und in diesem Video schauen wir uns den Hirschstern an. Der Clan kann eine gute Wirtschaft aufbauen und ist im Late Game eigentlich unaufhaltsam. Jetzt möchte ich noch von dir wissen, was du am Hirschstern so machst. Schreib es doch mal in die Kommentare und lass es mich wissen. Danach nur noch dranbleiben, um alles über den Hirschstern zu erfahren. Es ist kein Geheimnis, dass die wahre Stärke vom Hirschclan die Fähigkeit ist, Ruhm zu generieren. Der Hirsch ist ein Symbol für Mut und Stärke und zeigt sich nur den wahren Königen. So ist es auch im Spiel mit Ike-Turnier. Du hast viele Möglichkeiten, Ruhm zu bekommen und dein Clan skaliert unglaublich gut mit Ruhm. Darüber hinaus hast du viel Wissen, was deine Wirtschaft bufft und einzigartige Krieger. Der Clan kommt mit nur einem Stern in der Schwierigkeit, 2 Sterne im Bereich Entwicklung und Militär und wieder 1 Stern für Unterstützung. Der Clan ist damit ein ziemlich guter Allrounder und anfängerfreundlich. Die geringe Schwierigkeit soll aber nicht heißen, dass der Clan schwach ist. Er kommt mit viel Stärke und macht zusätzlich auch noch viel Spaß. Im Spiel startest du dann mit 75 Nahrung, Holz und Kronen mehr und kriegst direkt plus 40 Wissen. Das mag anfangs ein bisschen lame klingen, aber die extra Ressourcen können dir einen massiven Boost am Anfang geben. Sie erlauben es dir ohne Probleme 3 Gebiete zu besiedeln, was für mehr Zufriedenheit sorgt, und das zusätzliche Holz kann dir direkt eine Kaserne oder ein Langschiff-Dock bringen. Das Problem dabei ist, dass es dir nur jetzt einen Mehrwert bringt und im späteren Spielverlauf nicht mehr wirklich, wie zum Beispiel die Resistenzen im Winter beim Bärenclan. Deswegen musst du aus diesem Bonus am Anfang so viel machen wie möglich und dir einen Vorsprung am Anfang auszubauen. Ein anderer Startbonus ist, dass die Brauerei durch die Skaldenhalle ersetzt wird und hier scheiden sich die Geister. Manche sagen, es ist total unnötig, Gebäude für Zufriedenheit zu bauen, weil du sie woanders herkriegen kannst, und manche würden ihre Hand dafür ins Feuer legen. Was ist deine Meinung dazu? Schreib mir das auch gerne mal in die Kommentare, denn ich finde sie tatsächlich nützlich und gut. Die Skalden produzieren nämlich neben der Zufriedenheit auch noch Ruhm und mit dem Wissen The Value of Great Deeds auch noch Kronen, wodurch sie einen guten Mehrwert bekommen. Man muss dazu aber sagen, es gibt auch Builds, in denen du die Skalden nicht baust. Mit einem großen Fokus auf Ruhm hat der Clan auch 3 anstatt der üblichen 2 Ruhm-Boni. Ab 200 Ruhm schaltest du Vorräte frei, wodurch du alle 200 Ruhm, 50 Nahrung, Holz und Kronen, 25 Wissen und 5 Stein bekommst. Diese kleine Unterstützung ist quasi wie dein Startbonus. Du bekommst zwar etwas weniger Ressourcen, aber dafür auch noch Stein. Richtig gespielt ermöglicht es dir, instant einen Altar der Könige zu bauen, und das wäre auch schlau. Zu aber später mehr. Wenn du im Spiel auf einen Ruhmsieg gehst und durchgehend Ruhm produzierst, bekommst du durch diesen Ruhmbonus insgesamt 300 Holz, Nahrung und Kronen, 150 Wissen und 30 Stein. Dabei ist das Stein so wichtig, weil es für die Gebäude-Upgrades benötigt wird. Ab 500 Ruhm sinken die Kosten für das Besiedeln neuer Gebiete, und zwar um ganze 5% pro 200 Ruhm. Das erlaubt es dir, dich extrem schnell auszubreiten, was du auch gerne machst. Außerdem erhöht es die Einheitenproduktion um 3% pro 200 Ruhm. Die beiden Buffs können auf maximal 25% hochgehen. Ab 1000 Ruhm kommt die neue und letzte Ruhmstufe. Da schaltest du tapfere Führung frei, was deinen Kriegsanführer krass bufft. Er kriegt plus 100% Defensive, plus 60% Leben und die passive Fähigkeit tapfere Führung. Damit werden alle freundlichen Einheiten im Gebiet um 10% für 2 Sekunden gebufft. Der Buff ab 1000 Ruhm verwandelt deinen Helden in einen richtigen Tank. Und wenn du das noch mit deinem Militärspfad kombinierst, kann er ganze Armeen tanken. Dein Relikt schimpft sich Litzgalf und lässt dich im Grunde nur bessere Einheiten, die Einherjar, rekrutieren. Das sind die berühmtesten Krieger, die von den Göttern selbst für die Schlacht gewählt wurden. Am Ende des Tages skaliert ihre Angriffsstärke mit deinem Ruhm, und zusammen mit den ganzen anderen Buffs werden sie zu echten Berserkern. Dennoch sind sie wirklich sehr teuer. Ja, sie kosten mehr Nahrung und Gold und haben dafür aber wenig Verteidigung. Nämlich nur so viel wie normale Krieger. Hier musst du also micromanagen, um den größten Value aus ihnen herauszukriegen. Aber das ist auf jeden Fall machbar, und später reden wir noch darüber, wie man sie effizienter benutzen kann. Es wird schnell klar, dass der Clan für die Siegbedingungen Ruhm wie gemacht ist. Und das will ich auch gar nicht bestreiten. Du hast viele Quellen für Ruhm, du kannst dich gut ausbreiten und eine Armee, mit der du dich gut verteidigen kannst, hast du auch noch. Die Siegbedingungen ist aber je nach Map wirklich sehr schwer oder einfach nicht machbar. Deswegen kannst du auch auf Map-spezifische Siegbedingungen, den Handelssieg oder ganz einfach Vorherrschaft gehen. Je länger das Spiel geht, desto mehr Möglichkeiten stehen dir offen. Wenn du es nicht schaffen solltest, dich auszubreiten, die Map einfach zu klein ist oder es keine webspezifische Siegbedingung gibt, kannst du auch einfach auf Handel gehen, weil du auch hier Wissen hast, was dich dabei unterstützt. Im Late Game sollte deine Armee aber auch so stark sein, dass du deinen Gegner überrennen kannst und im Notfall sogar noch schnell nachproduzieren kannst, falls du es beim ersten Mal nicht geschafft hast. Du kannst dich im Allgemeinen sehr gut erholen, falls dir etwas passieren sollte. Mit dem Clan haben wir in der Regel 2 Spielweisen. Einmal die Late-Game-basierte Altar-Rush-Spielweise, mit dem wir die Wissensboni ausschöpfen und eigentlich jeder Siegbedingung nachgehen können, außer dem Wissenssieg. Der andere Weg ist eine Art Rush-Build, mit dem wir im Jahr 801 aufgewertete Krieger haben wollen und Anfang 802 angreifen können. Mit dem Altar-Rush brauchen wir viel Holz, weshalb wir auch früh 2 Holzfällerhütten bauen. Es sei denn, wir haben ein Schiffswrack,
dann können wir die zweite Hütte auch erst etwas später bauen. Wenn wir kein Teammate haben, der für uns cleart, machen wir das selbst und holen uns eine Kaserne und zwei Krieger, um die anliegenden Gebiete direkt zu clearen. Dafür haben wir am Anfang auf jeden Fall genug Nahrung, aber sonst brauchen wir einige Nahrungsgebäude und hier bauen wir auch immer ein Silo dazu. Das Silo ist so wichtig, weil es durch unsere bestimmt stärkste Fähigkeit, Food Preservation, einfach bastelt wird. Zusammen mit Eradication werden wir eigentlich immer genug Essen haben. An dieser Stelle macht es auch Sinn zu erwähnen, dass Heiler auch vom Silo betroffen sind, wenn sie Nahrung sammeln. Die Heilerhütte kann man also im späteren Spielverlauf auf jeden Fall in dieses Gebiet platzieren. Eine frühe Skaltenhalle hilft uns, unsere Bevölkerung schnell wachsen zu lassen und mit The Value of Great Deeds generieren wir auch noch Gold durch die Skalten. Ansonsten wollen wir noch vor dem ersten Winter 10 Steinmeinen, um unsere Clanhütte auszubauen. Bergbau ist keine Stärke des Clans, weil wir die Fähigkeit Mining Efficiency nicht haben, weshalb ein Upgrade der Werkzeuge für Bergbauer auf lange Sicht sinnvoll ist. Zusammengefasst wollen wir vor dem ersten Winter erstmal ein stabiles Ressourceneinkommen haben und uns auf den Altar der Könige vorbereiten. Dafür bauen wir bis ca. Juli einen Holzfäller, ein Nahrungsgebäude und eine Kaserne, wenn wir selbst clearen müssen. Natürlich müssen wir auch immer Häuser bauen, wenn wir am Bevölkerungslimit sind. Anschließend starten wir kurz darauf mit dem Silo und noch eine Holzfällerhütte. Als nächstes bauen wir ein Langschiff-Dock, eine zweite Nahrungsquelle und eine Steinmine. Danach stellen wir noch ein Silo zum Nahrungsgebäude und holen ein zweites Langschiff-Dock. Wenn wir keine weitere Küste haben, bauen wir stattdessen die Halle der Skalden. Im Winter bleiben wir dann eher defensiv und sammeln Ressourcen, um anschließend den Altar der Könige zu holen. Mit der Fähigkeit Hero Emblem kostet der Altar später nur noch 5 Steine und dazu kommt eine plus 3 auf die Zufriedenheit und er produziert Ruhm. Trotzdem brauchen wir dafür 300 Holz und Kronen, was auf jeden Fall eine Menge ist. Ein Zielwert ist es, den Altar Mitte 801, also im Juni oder Juli, zu bekommen. Jetzt holen wir als nächstes eine Eisenmine und eine Schmiede, womit wir Arbeiter upgraden. Durch unsere Ruhmboni bekommen wir 2 regelmäßig Stein, trotzdem bauen wir eine weitere Steinmine für die Gebäude-Upgrades. Danach bauen wir nur noch Kasernen und unser Relikt, um vielseitig gut aufgestellt zu sein. Eine passende Lore Order sieht so aus. Wir gehen auf Food Preservation und Hero Emblem, gefolgt von The Value of Great Deeds und Carpentry Mastery. Zum Schluss gehen wir dann den mittleren Wissensweg, um unsere Militär zu buffen. Den genauen Weg findest du wie immer in der Videobeschreibung. Wenn du es aber weniger langsam magst, ist hier noch eine Rush Build Order. Die Build Order kann in der aktuellen Rush Meta auch durchaus sinnvoll sein. In dem Build fängst du eigentlich gleich an wie beim vorherigen, aber du holst anstatt Stein Eisen, um dir deinen Kriegshelden früh zu holen. Die Schmiede wird auch früher geholt, um deine Einheiten aufzuwerten. Außerdem überspringst du die Skalden. In diesem Bild brauchen wir viel Eisen und Gold, damit wir uns das Relikt und die Einherjahr früh leisten können. Mit unserem Wissen gehen wir auf den mittleren Strang. Zusammen mit Colonization und Young and Proud können wir früh mehrere Gebiete besiedeln und dadurch unsere Einheiten buffen. Die genaue Lore Order findest du auch hier wieder in der Videobeschreibung. Du kannst mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, welchen Bild du lieber spielst. Kurz zu unseren clanspezifischen Wissensboni. Food Preservation lässt unsere einfachen Silos plus 3 Nahrung und die aufgewerteten plus 5 Nahrung produzieren. Zusammen mit Eradication sehr stark und sollte auf jeden Fall Medizin vorgezogen werden. Hero Emblem müssen wir unbedingt holen, bevor wir den Altar der Könige holen. Young and Proud ist extrem stark im Late Game, weil es dir plus 2 Angriff gibt für jedes Gebiet, was du kontrollierst. Das Ganze geht hoch bis 30%. The Value of Great Deeds lässt deine Skalden Kronen produzieren. Außerdem kostet dein Werkzeug Upgrades für die Skalden nichts und ist um 50% schneller fertig. Die Skaldenhalle ist der Brauerei überlegen und um den Clan effektiv zu spielen, erreicht eine aufgewertete Skaldenhalle. Zum Schluss noch Glory of the Clan, womit du 30% mehr Ruhm generierst und deine Handelsrouten für jede 200 Ruhm verbesserst. Mit inbegriffen sind auch große Handelsrouten, was dir ein Handelssieg auch möglich macht. Mit deinem Stein wertest du zuerst das Ladenhaus auf und holst den Altar der Könige. Danach dein Langschiff-Dock, die Silos und die Halle der Skalden. Überschüssiges Stein kommt in Kasernen. In der Schmiede holst du direkt das Werkzeug für die Skalden und Seefahrer. Außerdem willst du den Krieger upgraden, das Relikt holen und deinen Helden. Der Hirsch-Clan ist einer der Clans, der wirklich flexibel mit dem Militärspfad umgehen kann. Jeder Pfad hat seine Stärken und Schwächen und in Bezug auf deine gewählte Siegbedingung machen manche natürlich mehr Sinn. Dein Held ist bis 1000 Ruhm nichts Besonderes und deine Einherjahr brauchen auch viel Ruhm, um wirklich zu scheinen. Mit Leadership wird dein Kriegsanführer ab 1000 Ruhm mit der Fähigkeit tapfere Führung und den Waffen-Upgrades wirklich zur lebenden Legende. Sehr, sehr viel Leben, eine starke Verteidigung und präsente Offensive. Außerdem bekommen wir den Bodyguard, welcher unseren Helden helfen kann, im Early- und Midgame zu überleben. Mit diesem Pfad würde ich zuerst die Axtwerfer upgraden, weil das den Schaden des Kriegsanführers erheblich erhöht. Der Guardian-Pfad kann dir sehr gut helfen, gegen aggressive Gegner zu überstehen und Rushes in 801 besser standzuhalten. Der Pfad kann dir auch gut im Conquest-Modus helfen, die Mission zu schaffen.
Bei diesem Pfad wirst du auf jeden Fall deine Wachtürme aufwerten, weil sie auch deine Armeestärke erhöhen. Darüber hinaus kannst du die Stufe 4 Fähigkeit auch aggressiv gegen Gegner benutzen. Abschließend der Legions-Pfad, der deine Aenhelier noch attraktiver macht. Sie werden günstiger, was du brauchst, weil du sonst ab dem 10. Aenhelier über 100 Kronen pro Einheit bezahlst. Du willst aber sowieso die Stufe 4 Fähigkeit Call of Valhalla. Damit haben die Gegner keine Chance mehr. Hier treffen eine Vielzahl an Buffs zusammen, was deine Aenhelier zu Berserkern macht. Und zusammen mit deinem Kriegsanführer als Tank wirst du die Gebiete des Gegners einfach überrennen. Der Hirschclan muss sich im Spiel also keineswegs verstecken. Seine Wirtschaft und die starken Aenhelier machen ihn zu einem Late-Game-Beast. Der Clan kann sehr gut im Free-for-All oder langsamen Teamplays zur Geltung kommen. Im Teamplay brauchst du aber Clans mit guten Clears wie dem Bären- oder Adler-Clan, die dir da helfen. Du willst um dein Relikt herumspielen und mit den Einheiten der Aenhelier die Armeen der anderen einfach übertrumpfen. Außerdem skaliert er so gut mit Ruhm, dass jede Minute, die er länger lebt, ihm in die Karten spielt. Der Clan des Hirsches kommt aber auch mit ein paar Schwächen. Sie sind relativ schnell aufgezählt, aber sollten nicht außer Acht gelassen werden. Der Clan ist sehr langsam, wenn nicht sogar der langsamste Clan im Spiel, und kann daher relativ gut gerusht werden. Außerdem ist er nicht besonders gut im Clearen. Darauf musst du im Teamplay achten, dass man den Gelan nicht ohne Verbündete spielen sollte, die clearen können. Allgemein hat der Clan auch nicht mehr Möglichkeiten als die Feasts, um seine Verbündeten zu unterstützen. Gegen den Clan kann man also sehr gut Rush-Clans spielen, die früh angreifen können, wie den Wolfs- oder Schlangen-Clan. Wer auf Ruhm und Gloria aus ist, kann sich also auf jeden Fall mal am Hirschclan versuchen. Er ist einfach zu spielen, auch für Einsteiger geeignet und kann sich sehr gut an Situationen anpassen. Leider ist er gegen Rushs anfälliger, geht aber im Late-Game auf und wird sehr, sehr stark. Ich hoffe, dir hat der Guide zu Eggturnier gefallen. Hier rechts findest du jetzt noch den Guide zum nächsten Clan.